Freunde, was geht ab? Willkommen bei einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass es hier übelst leckere Fruitshakes gibt, wirklich Hammer, dass wir mal versuchen, die selber zu machen. Und jetzt habe ich mir den Rob und den Dima an die Seite genommen, dass wir alle drei jetzt einen Fruitshake machen. Und Falco, du darfst dann entscheiden, welcher der beste von uns ist. Yes! Und der Verlierer muss eine von den Chilischoten, die wir im Kühlschrank haben, essen. Okay, okay. Ich bin schlecht in diesem Spiel, okay. Ich kann das nicht. Ready? Schick, schlack, schluck. Oh, Rob ist raus. Oh, das ist das erste Mal, dass Rob ist raus. Rob ist eigentlich der Beste von allen. Okay. Schick, schlack, schluck. Nein! Oh, zweimal das Gleiche. Dima darf als Erster, ich darf als Zweiter. Ich nehme mal das. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Okay. Dankeschön. Wassermelone. Ich möchte der Falco seine Meinung. Scheiße, ich hab mega weiß. Mega weiß. Du hast schon gewonnen. Ja, aber Falco liebt Kokos. Ich bin kokosüchtig, aber erstmal musst du sie öffnen. Ich bin kokosüchtig. Das kann man auch falsch verstehen. Ja. Und ich nehme noch eine Mango, weil die ist sehr süß. Und falls die Kokosnuss den Geschmack irritiert, dann wird sie wieder ausgleichen. Also, einmal die Drachenfrucht, weil die ist hammerlecker und ich weiß, Falco ist hammer steht drauf. Oh, ich weiß, Falco steht schon auf Ananas. Ne? Ja, aber Falco, ich stehe auf alles, sehr auf alles, was hier ist. Aber die Frage ist, wie man sie am besten kombiniert. Und Falco trinkt oft Bananashake. Mm, ja. Drei sehr süße Früchte zusammen. Ich habe Passionsfrucht, Papaya und Minze. Eigentlich könnte das auch. Eigentlich ist nicht cool schlecht. Schon. Ja. Besonders wegen Minze, die war, gibt dieses frisches so Flavor, das nix anderes. Okay, so lieber. Jetzt hast du erstmal noch eine Aufgabe zu bewältigen. Ich kann das nicht. Kokos? Ja, dann kannst du die auch nicht benutzen. Mach mal das von der Seite. Boah, ich weiß, bitte schneiden. Hast du das schon mal gemacht? Ich mach das, hast du gesehen, wie die Thais das machen? Also die Thais machen so drei Schläge. Ja. Die machen einmal so bam, bam. Das kann drei nicht Schläge. Das kann nicht. Nimm auf jeden Fall nur eine Hand. Du musst das selber machen, okay, oder? Nimm nur eine Hand an die Kugel. Nein, was? So? Hammer aus! Ah! Lieber, du könntest hier anfangen. Hatte! Boah, okay, ich dachte, das ist einfacher. Ha, ja! Ha, ja! Darf ich auch einmal? Ich will auch. Mach viel Dollar. Einfach raufhauen. Ich bin schon spitz. Ja, genau so. Ich will auch. Warte. Die ist gleich offen. Rutscht. Jetzt, letzter. K.O., okay? Knockout. Ah, boah. Komm, ich bin auch noch einmal. Okay. So schmeckt es Falco nicht. Falco ist alles von der Kokos, das ist sehr schade. Auch das Horn, ja. Ui. Daneben. Der war voll daneben. Okay, soll ich das jetzt zu Ende machen? Das scheint jetzt okay, lieber jetzt darfst du weiter. Ah, okay, man kann. Okay, jetzt hast du aber ein schönes Loch da. Kann man jetzt auch raus? Da kannst du das Kokoswasser raus. Es reicht. Es ist hier als Beweis. Es ist Obst im Haus, ja? Ja, aber kannst du das Kokosnussfleisch da rauskratzen? Oh, stimmt, du brauchst ja für Falco das Kokosnussfleisch. Ah, das ja. Geht. Muss nicht, je nachdem. Das kriege ich schon hin. Wir machen das schon irgendwie. Machen wir mal so mal Sachen. Jetzt nehmen wir mal dieses riesige Messer. Vorsicht, Vorsicht. Ich will mal wissen, ich weiß gar nicht, wie schnell man so eine Papaya. Nein, ja. Ah, das ist Hammer. Ihr zwei seid jetzt hier schon so voll im Hassel. Ich brauche noch ein Messer drin. Kannst du mir eine Schale geben? Eine Schale, ja. Digga, das ist ein Kampf gegen die Natur, was hier gerade passiert. Ich kann das alles nicht. Ich muss wieder mich verraxeln. Was ist das? Ich habe nie zugeguckt, ehrlich gesagt. Nicht zugeguckt? Oh, okay, jetzt habe ich es. Alles gut. Okay, mach dir keine Sorgen, es wird ein leckeres Getränk. Okay, ich vertraue dir, Dima. So. Meins wird lecker. Ich mach das mit Liebe, vergiss nicht, Falco. Nein, ich mach das mit ich auch Liebe. Ganz viel Liebe, mein Freund. Ich mach mehr Liebe. Boah, Digga, die Passion fühlt sich aber auch hammer. Die riecht auch richtig süß. Ja. Ich finde sie mega. So fresh, saftig. Ja, und langsam. Dann, weil wir den Ventilator ausmachen müssen. Ja und langsam wird es richtig heiß hier. Aber guck mal bitte, wie geil diese Frucht von denen aussieht. Digga, so grau, schwarz, weiß. Wow. Ja, was wird der fresheste Shake sein? Voller Müll. Ich hab noch nie in meinem Leben so viel geschwitzt. Falco darf jetzt gleich so erfrischende Shakes trinken. So. Boah, das passt gerade richtig gut. Danke, dass du dich dafür für dieses Video entschieden hast. Boah. Ja, danke, Schmilus. Hab ich gern gemacht, Francesco. Ui. So. Mit so ein nice. Ich hab hier schon. Das niceste Getränk aller Zeiten. Falco, möchtest du ein Stück Drachenfrucht? Das soll keine Bestechung sein. Absolut. Nee? Möchtest du? Dann? So nicht. Davon gibt's aber denk dran, ne? Du darfst das nicht. Ich möchte da nicht gleich. Boah, lecker. Danke, Schmilus. Bitte, Francesco.
Rupert scheint sehr selbstbewusst zu sein. Immer Francesco. Rupert weiß, was er macht. Immer. Falco, vergiss nicht, das Getränk wird das täglichste Getränk aller Zeiten. Ja, könnte ich gelesen, sein. Das wirkt so auf Unterbewusstsein, wenn man das ganz oft wiederholt. Das schönste, heftigste, leckerste Getränk aller Zeiten. Die Farbe wird bei mir auf jeden Fall am schönsten sein. Möglicherweise tropft auch ein bisschen Schweiß da rein von mir. Ich hoffe, das stimmt. Oh, der ist aber ganz knapp auf dem Arm gewesen. Du sagst es unter dem Moment. Boah, tschüss. Wir veranstalten ein Rennen gerade gegeneinander. Mario Kart, tschüss, Digga. Komm nicht mehr. Boah. Puh. Boah, jetzt. Ah, ich weiß schon, was ich anders mache, auf jeden Fall. Rupert ist sehr konzentriert und sicher. Eine Schmiedung, wie ist deine Lage? Ich bin so konzentriert, Franco, ich muss das auf jeden Fall. Okay. Boah, die Banane sieht nicht. Die mal? Ja, ja, läuft. Hast du sie geöffnet? Läuft, ja, klar habe ich geöffnet. Ich habe sogar hier eine Mango aufgestellt. Und ah, ja. Oh, da kommt ein hungriger Lieber, Alter, der Klotus. Das ist nicht schön. Ja, genau, Frust. Ich brauche diese Messer. Unglaublich, wie groß die mal ist. Bro, hast du alle deine Sachen genutzt? Ich bin gewachsen über die Tage. Ah, nee, aber nicht die ganze Papaya. So, ein bisschen Eis. Falco, du weißt Bescheid. Das wird das leckerste Getränk aller Zeiten. Das sieht aus wie so ein Riesenbowl. Uiuiui. Okay, also meine Mische ist auf jeden Fall auch schon fertig. Aha. Das sieht lecker aus. Das sieht schon gut aus. Habe ich sogar selber Bock drauf bekommen, ehrlich gesagt. Wenn es ready ist, sollte es im Kühlschrank, damit er frisch bleibt. Du schwitzt schon. Ich bin so am Ölen, aber du auch. Oh, Bruder! Er ist auf einmal so groß wie ich und jetzt. Ich habe so einen Wassertropfen auf meiner Brille. Ich sehe schwarz, glaube ich. Moin! Also nochmal, was war das? Ananas? Ananas, Drachenfrucht? Banane, Drachenfrucht, Milch, ein bisschen Zucker und Eiswürfel. Ah. Und Schweiß. Und Schweiß. Also die Farbe gefällt mir schon mal gar nicht, muss ich sagen. Das sieht ja gar nicht appetitlich aus. Du siehst nicht appetitlich aus. Das ist doch schon wieder auch nicht. Baller noch ein Glas voll, damit ihr es wünschen könnt. Nice. Ah, er macht die. Ah, so eine Scheibe, die du hier so dran machst. Ja, gute Idee. Alles kein Problem. Es muss nicht nur lecker und frisch sein, sondern auch so schön. Wow, ganz schön viel, Bro. Das ist echte Kokosnuss. Wow, magic. Das wird das heftigste Getränk. Alter. Das ist das Liebesgetränk, oder? Liebesgetränk. Natürlich auch die Eiswürfel. Ich mache im Gegensatz zu den anderen keine Milch rein, weil ich möchte das ganz gesund haben. Ah. Milch ist giftig, vergessen. Muss ich hier drehen? Was? Warte mal, es ist noch nicht alles, natürlich. Oh, Hammer. Ich bin ja nicht schlechter als das. Das ist richtig, jetzt habe ich die Ausrede, so dass immer nur Wasser in meinem Kopf. Bruder! Boah, tut das gut! Moin, moin! Abkühlung ist da. Scheiße, jetzt ist mein Video und ich muss es wegmachen, du Bastard. Du hast in 10 Minuten eh getrocknet. Nein, Digga, ist es nicht. Moment, ich hab's gleich. Fehlt nur noch ein Mangostreifen mit Liebe geschnitten. Boah, es ist so heiß hier. Eigentlich gleich so. Im Keller. Drei Meisterwerke. Wie, ihr müsst auch einen Namen geben, ne? Pinky Boy. Meiner ist der weiße Drache. Pinky Boy, der weiße Drache. Und meiner heißt Falkos Traum. Oh, Schleimer, Ansage. Richtiger Schleimer bisschen. Okay, Herr Falco. Falco, probieren Sie bitte. Du musst probieren. Okay. Boah, ich bin auch auf Eis. Ich will dich gar nicht beeinträchtigen, aber trink erstmal was. Okay, Franco, ready? Drei Kategorien, der Aussehen, Konsistenz und... Das ist Falkos Traum. Ein bisschen übertrieben vielleicht. Wir sind nah. Okay, wir sind auf jeden Fall nah. Denkt dran, Freunde, der Verlierer ist eine Chilischote. Komplett erfrischen. Boah, schmeckt Hammer. Schmeckt Hammer, ist lecker und richtig sehr. Kalt, frisch, genau das, was man brauchte. Das ist Schmilus. Oh, das ist Schmilus. Das ist der weiße Drache. Der weiße Drache, jetzt? Claro, lecker. Ich schmecke fast nur die Drachenfrucht. Mein Freund. Mein Freund, die Milch. Warte, ich will mal Smileys probieren. Ist ein gutes? Das will ich glaube auch. Das ist eine Drachenfrucht. Ist das so? Ja, man schmeckt echt Banane. Banane? Falco. Aber okay, jetzt kommen wir zum letzten, bevor es... das ist noch schon frisch. Schön diese Aufteilung von diesen Farben. Die Farbe finde ich die also besser. Also zumindest ich bei Shakes und so. So eine Farbe, so ein rosa und pinke macht so richtig... Oh, oh.
Oh, der trinkt richtig viel. Aber er sagt nichts. Er sagt nichts. Ich glaube, er sagt nichts. Francesco, du weißt. Oh, Falco, sag ich doch endlich was. Ich muss einen kurzen letzten Test machen. Boah, Francesco, Alter, du willst einfach nur alle austrinken. Erstmal muss ich sagen, alle drei waren sehr fresh, kalt und lecker. Es gibt ein Shake davon, das eine echte tiefe Frische gibt. Mehrere Geschmäcke zusammen und ja, nur Min kann sowas geben. Kombiniert mit guten Erkenntnissen, was so Geschmack und Früchte angeht. Der Gewinner ist Rupert! Das ist Ehrlichkeit. Hammer, ne? Ja, obwohl Hammer. Ich meine Zutaten nicht aussuchen durfte. Ein Schluck von dem, fünf Schlucke von dem. Das ist mehr Antwort, als ich brauche. Okay, aber Rupert war auch der Letzte, der wählen konnte, ne? Mhm. Ich wünsche ja, dann du hast zweimal gewonnen, Bruder. Also der Verlierer, was heißt Verlierer? Das war trotzdem lecker, frisch und alles. Aber wenn ich trotzdem ein Verlierer wählen muss, würde ich sagen... Wow. Ich nehm beide. Buon appetito. Warte. Nein. Warte, nicht so früh. Nimm es weg. Nimm die Milch weg. Guck mal, wie rot er wird. Nein. Ich hab zwei gegessen, Digga. Das war zu früh. Wow. Ihr riecht voll süß. Wie war's? Wie konnte das sein? Wieso seid ihr nass? So ein Smiley. Er riecht wie Milch. Blacklass. Warum seid ihr nass? Brauchst du Wassermelone noch? Das ist einfach die Stau. Digga, diese Küche. Oh. Ey, ich schwör, ich kotze gleich. Ne? Sag was, wie fühlst du dich? Super Video. Wir können kaum reden, Digga. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo oder aktiviert die Glocke. Schaut bei Rob und Lima vorbei. Ich mach so eine Scheiße nie wieder, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hey, nee, mach es wieder, bitte. Es kommen noch ein paar Videos aus Thailand. Bis dahin, Freunde. Haut rein, ciao. Sind meine Lippen rot? So ein kleines bisschen. Digga. Hey, lass mir ein bisschen Shakes übrig. Du hast mich verlieren lassen.